In einer kontrollierten Doppelblindstudie vom Oktober 1997 wurde die Frage beantwortet, inwieweit eine Justierung des zweiten Halswirbels mit Veränderungen im Gehirn zusammenhängen könnte. Dazu wurden Forscher, die von der Studie nichts wussten, in verschiedenen neurologischen Instituten angewiesen, mit einer standardmäßigen Methode die Größe des blinden Flecks in den Augen ihrer Patienten zu messen. Dafür wurden alle Patienten 28 cm auf Augenhöhe vor ein weißes Blatt gestellt, das in der Mitte einen schwarzen Punkt hatte. Während dieser nur mit einem Auge fixiert werden sollte, wurde ein zweiter Punkt so lange vom Ursprung nach außen bewegt, bis der Patient angab, ihn nicht mehr zu sehen. Das Resultat ergab dann das Ausmaß der Flecke selbst. Danach wurde mit leichtem zeitlichen Abstand eine zweite Messung durchgeführt und von einer weiteren unwissenden Person mit der ersten verglichen. Aus diesem Vorgehen gingen dann 473 Patienten hervor, bei denen sowohl die erste als auch die zweite Messung gleich waren. Zusätzlich mussten alle ungleich große Flecke aufweisen, um weiter teilnehmen zu können. Alle Probanden wurden dann sortiert nach der Seite des größeren Flecks in mehrere Gruppen eingeteilt und am zweiten Halswirbel justiert. Die speziell für die Studie entwickelte Technik bewegte dabei nur das gewollte Segment. Danach wurden erneut alle blinden Flecke wie bereits beschrieben gemessen. Da die Justierung mal auf der Seite des größeren als auch auf der Seite des kleineren Flecks durchgeführt wurde, konnte am Ende der Versuchsreihe eindeutig gezeigt werden, dass sich die größeren Flecke verkleinerten, sobald die Behandlung auf derselben Körperseite durchgeführt wurde. Auf der Gegenseite justiert wurden diese sogar größer. Da die Größe des physiologischen blinden Flecks im Auge jedes Menschen durch eine Verschaltung in einem Gehirnareal bedingt ist, das sich Thalamus nennt, konnte eine direkte Verbindung zwischen Gehirn und chiropraktischer Behandlung nachgewiesen werden. Weiterhin konnte auch gezeigt werden, dass sich eine Minderfunktion dieser Region, gezeigt durch den größeren Fleck, durch chiropraktische Behandlung beheben lassen.